Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Herrlich, ehrlich, menschenhautnah. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Bei mir wird es heute wieder so richtig musikalisch. Meine heutige Gesprächspartnerin hat schon sehr früh mit der Musik begonnen, sehr früh zu singen begonnen. 1990 hat sie beim Song Contest für Österreich quasi Mauern niedergerissen und den 10. Platz gemacht. Und sie hat jetzt eine ganz neue Single am Start. Und da werden wir jetzt gleich drüber sprechen. Und ich bin sehr froh, dass sie heute bei mir ist. Simone Stelzer, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, Lisa. Liebe Simone, ich habe gesagt, du hast sehr früh begonnen. Ich glaube, mit 15 hat dich quasi schon die Musik in den Bann gezogen. War das immer schon dein Wunsch, Sängerin zu werden? Ja, von klein auf eigentlich. Also ich habe mit 6 Jahren, habe ich schon auf der Straße, wenn mir wer angesprochen hat, was willst du denn werden? Habe ich schon gesagt, Popstar. Nur die älteren Menschen haben damals nicht so viel mit dem Wort anfangen können, haben gedacht, ich meine Papst, also Popst, wie man bei uns in Niederösterreich so sagt, ne, im Dialekt. Und dann hat meine Mama immer gesagt, na, die meint was anderes. Und so war das halt irgendwie in meinem Kopf. Und dann habe ich ja Madonna verehrt und Tina Turner verehrt und Wenke Mühre. Also eigentlich alle starken Frauen, die irgendwie gesungen haben. Und habe dann quasi eigentlich über die Nena meine ersten Lieder gesungen zu Hause. Mit der Lampe noch als Mikrofon oder Haarbürste. Und ja, so hat alles angefangen. Und deine Eltern haben dich da immer unterstützt? Weil oft heißt es ja, lern einmal was Gescheites, bevor du einen künstlerischen Beruf machst. Aber die haben immer gesagt, wir finden gut, dass du in diesen Weg gehst. Naja, weißt du, am Anfang wahrscheinlich haben die das nicht so vielleicht so ernst genommen. Also sagen wir mal so, bis zu meinem 13., 14. Lebensjahr habe ich ja geturnt. Also da war ich ja Kunstturnen, habe ich mich da verausgabt neben der Schule. Und dann haben die halt irgendwie wahrscheinlich gehofft, das sind nur Flausen. Aber das war eben nicht so. Und dann, wie das dann eigentlich mit der Band begonnen hat, haben die schon begriffen, okay, die Simone nimmt das wirklich ernst. Also die investiert da auch sehr viel Zeit. Und mit Gesangsausbildung dann schon, mit 16. Und dann haben sie mich schon unterstützt. Ja, na klar. Also das ist halt auch schon für mich auch wichtig gewesen, dass ich gespürt habe, dass meine Eltern das gut finden, dass ich da halt auch neben der Schule so aktiv bin. Man hat zwar damals noch nicht so gewusst, ob es für immer sein wird, vielleicht irgendwann aufhört, aber ich habe mich da richtig verbissen und war halt so besessen von dem, dass das halt dann weitergegangen ist natürlich. Ja, und 1990 wurdest du dann ja wirklich einem breiten Publikum bekannt. Du bist für Österreich zum Song Contest nach Zagreb und hast dort gesungen Keine Mauern mehr. Und ich weiß, es ist so lustig, wenn wir oft jetzt, es war ja gerade auch Song Contest und dann gibt es auch immer diese Song Contest Partys und dann redet man immer so, wer war deine Lieblingskünstlerin, dein Lieblingskünstler? Und ganz viele erklären mir immer, ja, die Simone. Wirklich? Ich war so verliebt in Simone. Und der Song war so gut. Wie hast du das damals erlebt, diesen Auftritt? Ich bin das schon sehr, sehr oft gefragt worden. Und je mehr Zeit vergeht, irgendwie, es verblasst so ein bisschen im Laufe der Jahre. Aber manchmal ist es ganz nah noch immer vor mir. Also ich war halt sehr nervös und komischerweise kurz vorm Auftritt dann nicht mehr. Da ist alles abgefallen. Aber diese Woche vorher, ich habe mir immer gewünscht, ja, ich möchte, dass dieser Moment schon da ist, ja, weil ich immer darauf hingefiebert habe. Das ist so, wie wenn sich so ein Rennläufer echt nur auf diese 3 Minuten konzentriert, wie beim Skifahren. Also man war total fokussiert. Und da habe ich mal mit dem Caesar Sampson gesprochen, der hat das irgendwie genauso empfunden. Der hat auch gesagt, er war schon die ganze Woche nur auf diesen Moment. Und der war ja auch so gut, der Caesar Sampson. Das ist eigentlich so, neben der Conchita Wurst, mein Lieblings-Song-Contest-Künstler. Und ja, ich habe dann halt in den 3 Minuten wirklich alles gegeben. Alles, alles, alles. Und ich hoffe, man hat es gemerkt. Absolut. Vor allem, du hattest ein sehr cooles Outfit an. Und ich glaube, das hast du immer noch, oder? Ja, ich habe es immer noch, ja, ja. Das ist auch bei meiner Mutti eingebunkert im Schrank. Und die ist da ja sehr genau. Also die hat ja von sich auch Sachen schon jahrzehntelang. Und die bewahrt das so auf, dass es wirklich mottensicher ist. Und mein Paillettenkleid mit dem Jäckchen drüber, das hat sie auch in Obhut, kann man so sagen. Und die Schuhe sind aber bei mir in Wien.
Apropos Schuhe, du hast mir auch im Vorfeld erzählt, du hast überhaupt einen sehr großen Faible für Schuhe, oder? Ja. Wie viele Paar hast du? Weißt du das ungefähr? Also früher waren es sicher mal 300, jetzt sind es nicht mehr so viel, weil ich halt auch einiges verschenkt habe, aber auch eben bei Mutti ausgelagert, weil ich gar nicht den Platz habe dafür. Aber ich sage mal so, in Wien wären es so, mittlerweile sind es geschrumpft auf 70 vielleicht, 65. Aber der Schuhschrank geht schon wieder über. Und jetzt, seit die Sneakers so in sind, hat sich das ja ein bisschen verändert, weil ich hatte ja früher nur High Heels, ja, gnadenlos, Plateauschuhe. Und dann sind es immer, also die Absätze immer weniger hoch geworden. Und jetzt sind auch schon sicher 15 Paar Sneakers dazugekommen. Herrlich, ich kenne das. Fast, ja, das fast ein bisschen Klischee, aber ich kann das so nachvollziehen. Schuhe, Taschen, das ist, da kann man schwer vorbeigehen. Gell? Ja, und ich schaue sie auch sehr gern an. Hallo, guten Morgen. Zum Tragen sind sie ja meistens viel zu unbequem. Je schöner die Schuhe, desto unbequemer sind sie dann. Ja, aber es ist mittlerweile so, gestern Abend zum Beispiel bei einer Veranstaltung musste ich sie dann auch ausziehen, die hohen Schuhe, weil ich konnte dann irgendwann nicht mehr stehen. Das kommt halt mit dem Alter, das ist ja menschlich. Deswegen, man müsste immer so einen Beutel mit haben, wo man dann die Sneakers drinnen hat. Nochmal kurz zurück zum Song Contest. Danach hatte die Karriere dann so richtig begonnen und nicht nur, also hobbymäßig war es ja davor auch nicht, aber dann so richtig, du wusstest, du kannst davon jetzt leben, das ist jetzt dein Beruf. Mittlerweile bist du auch in Duo unterwegs mit Charlie Brunner. Seit vielen Jahren schon. Ihr kennt euch ja schon ewig, habt zusammengearbeitet und erst, ich glaube, 2018 dann öffentlich gemacht, dass ihr euch auch verliebt habt ineinander. Ja, also richtig öffentlich haben wir es dann eben 2018 gemacht. Weil wir auch gesagt haben, also wenn, dann muss schon unser Moment auch passen und wir müssen uns ja auch ganz sicher sein. Also man hat ja doch schon noch einiges im Leben hinter sich und das ist ja normal, dass man das auch hat. Und wir singen jetzt eigentlich gemeinsam seit 2013. Da hat alles angefangen mit einem Song. Und dann ist es ja gleich mit einem Album. Ich denke noch an dich, oder? War das das? Ja, das war unser erster Titel. Und der hat auch eigentlich sehr, sehr gut zu uns gepasst. Und was soll man sagen, wenn zwischen zwei Menschen die Chemie einfach stimmt, dann soll man das auch zulassen und dann darf man das auch zulassen. Und das war halt, wir sind halt irgendwie aus einem Guss. Das ist so das richtige Wort, das passt auch zu uns und ja, mittlerweile hat sich das ja schon eingespielt, jetzt sind wir schon wie ein altes Ehepaar, sage ich so schön immer vor mich hin. Und es ist schön. Es ist ja so lustig, er hat ja auch in einem Interview, ich glaube, das war mit Willkommen Österreich, hat er irgendwie gesagt, dass du nicht streitbar bist. Das heißt, mit dir kann man nicht streiten. Oder wie hat er das gemeint? Ja, das hat schon was Wahres, weil ich bin ja vom Sternzeichen Waage und ich bin sehr harmoniebedürftig. Und man glaubt ja immer bei den Wagen, dass die nur sich so anpassen und so. Das stimmt eigentlich nicht, weil Wagen sind halt so, sind ruhiger, aber die sagen dann schon zum richtigen Zeitpunkt yes or no. Also das ist so, aber vielleicht brauchen sie ein bisschen länger, die Wagen, bis sie sich dann entscheiden und wirklich zur Sache kommen, ja. Aber dann auch umso konsequenter. Wie kann man sich denn so überhaupt die Zusammenarbeit, wenn zwei so Vollblutmusiker zusammenkommen und ein gemeinsames Projekt machen und auch die unterschiedlichen Charaktere haben und gemeinsam auf der Bühne stehen, wie kann man sich das vorstellen? Ist das manchmal auch ein bisschen Konflikt oder ist das wirklich so, dass man sich sehr gut ergänzt und überhaupt schon vielleicht weiß, was der andere denkt oder will? Mittlerweile natürlich schon, ja. Am Anfang war es halt, man muss sich halt irgendwie in der Mitte finden, weil bei zwei Leuten gibt es halt zwei Meinungen oder bei zwei Musikern, ja, gibt es immer zwei künstlerische Meinungen. Ist natürlich auch heute noch so, aber man weiß ja schon, wie der andere tickt und ich habe ja deshalb auch jetzt so mein Solo-Projekt, wo ich mich immer austoben kann. Jetzt habe ich ja schon ich wollte nur ein Lied machen und habe mittlerweile schon vier Solo-Singles gemacht. Jetzt arbeite ich ja an einem Album. Also das hat sich auch weiterentwickelt. Und ich kann mich da in meiner Welt so richtig austoben. Also ich brauche mich ja mit niemand absprechen. Das ist ja dann meine kleine Simone-Welt, wo ich sozusagen mein Ding machen kann. Und das ist auch schön. Wenn wir jetzt auch von der Single sprechen, die letzte, die aktuellste, ist das Herzenergie. Da gibt es auch mittlerweile auch schon einen Remix. Ja. Aber ich glaube, wir hören einmal rein, würde ich sagen.
Stromschlag rein in mein Leben, so. Oh, oh. Und das, was wir haben, elektrisch geladen, so. Oh, oh. Wir machen aus Leben ein Seelenbeben, so. Oh, oh. Und jedes Gefühl einfach so intensiv. Wir sind Herz, Energie. Wahnsinns cooler Song und der animiert auch so richtig zum Mittanzen, sehr fröhlich. Da würde ich gerne wissen, was geht denn dir persönlich ans Herz oder ins Herz? Ja, ganz viele Dinge. Also zum Beispiel vor 2 Tagen war eine Modenschau für Tiere, Promis für Tiere. Und da bei so Sachen mitzumachen, das sind halt so schöne Events, wo man auch spürt, da ist so viel Herzenergie im wahrsten Sinne des Wortes dabei, ja. Und diese Dinge zum Beispiel, ja, also wenn man mit Herz und Seele irgendwo mitmacht für den guten Zweck, wo man auch voll dahinter steht dann natürlich, das sind die Dinge, die mich zum Beispiel dann auch bewegen, ja. Oder jemanden eine Freude zu machen, auch im kleinen Bereich. Wenn ich zum Beispiel Schuhe verschenke und die Tochter meiner Cousine freut sich und schickt mir dann Bilder. Ja, das rührt mich schon. Ne? Also das sind so Momente, wo ich mir dann denke, ja, eigentlich alles, wo man anderen eine Freude machen kann. Und ja, dieser Tierschutz, der bewegt mich halt auch sehr, weil ich halt sehr tierlieb bin. Gut, wer ist das nicht, aber ja, Katzen. Ich bin halt auch so ein Katzenmensch. Katzen kann ich nichts abschlagen. Hast du selber Katzen? Ich meine Charlie auch nicht. Aber bei den Katzen, wenn wir die anschauen, die Nachbarskatzen, ja. Aber selber hast du keine Katzen? Nein, weil wir so viel unterwegs sind. Das gehört halt auch. Da bin ich auch schon sehr vernünftig, weil ich mir denke, man muss sich ja auch um ein Tier kümmern können. Da muss man auch ehrlich zu sich selber sein. Also dafür kommen Nachbarskätzchen. Auch schön. Es ist ja auch immer so spannend, gerade Schlager, ja. Ist das so ein Phänomen, dass die wenigsten zugeben, sie hören es, aber die meisten können dann bei den Kids immer mitsingen und es macht immer gute Stimmung. Woran liegt das, glaubst du? Warum ist Schlager eigentlich wirklich die Musik, die wirklich die meisten Leute auch bewegt zu tanzen oder mitzusingen? Ich glaube, Schlager ist halt so eine ehrliche Musik, das macht gute Laune und wir kämpfen ja alle mit unserem Alltagsproblemen oder Problemchen auch. Wenn man so jeden Tag die Schlagzeilen liest oder Nachrichten schaut, es gibt ja nur mehr ganz selten gute Nachrichten. Wir werden ja bombardiert nur mit diesen Negativ-Schlagzeilen. Es gibt so wenig im Leben, über das man sich wirklich freuen kann. Und da ist natürlich Schlager eine Musik, wo man mal abschalten kann und die Sau rauslassen, wenn ich es jetzt einmal so ehrlich sagen kann. Ja, sich erfreuen kann an dem. Man muss nicht zu viel nachdenken und man kann sich treiben lassen. Und deswegen liebe ich es zum Beispiel auch. Es ist so eine Musik, wo ich selber auch mich mitreißen lassen kann. In jeglicher Hinsicht und mich überraschen immer viele, viele Menschen, die mir erzählen, dass sie auch auf Schlagerkonzerte gehen. Ich war gestern auf einem Event, da hat mir ein Mann erzählt, er war heuer schon auf 3 Schlagerkonzerten und kommt auch zu uns im Herbst. Und das ist so toll, ich habe mich echt so gefreut, habe gesagt, hey, das überrascht mich jetzt, wie kommst du eigentlich zu dieser Musik? Na, es gefällt ihm, ganz einfach. Und das ist schön zu hören. Absolut. Es ist ja auch so, dass die Schlagerwelt gilt immer so als die heile Welt, aber man hört auch immer wieder, so heil ist es nicht, gerade hinter den Kulissen, dass das wirklich ein beinhartes Business ist, dass da auch viel mitgeredet wird, gerade Frauen in der Schlagerbranche, da gab es ja auch jetzt ein paar Interviews, die gemeint haben, bei Damen, die gesagt haben, sie wurden da so vom Manager sehr beeinflusst und in irgendwelche Richtungen gedrängt, sei es Outfit, es wurde viel diktiert und vorgeschrieben. Wie ist es dir damit gegangen und wie geht es dir damit, beziehungsweise wie kommt man da unbeschadet durch so ein Haifischbecken? Ich glaube, ich war immer so selbstbewusst,
ich habe immer so genau gewusst, was will ich und was will ich nicht. Also vor allem habe ich gewusst, was ich nicht will. Und das ist sehr wichtig. Ich glaube, wenn man jung ist, dann braucht man wirklich ein großes Selbstbewusstsein. Und das habe ich schon gehabt. Also ich glaube, bei mir hätte nie jemand so wirklich eine Chance gehabt, mich zu verändern. Ich war halt immer sehr authentisch. Ich habe das gesagt und das gemacht, was ich wollte. Und was du angesprochen hast, ich glaube halt, dass es das in jedem Bereich gegeben hat und nach wie vor gibt. Diese Manipulationen und auch natürlich diese MeToo-Geschichten. Aber ich hab mich da sehr gut abgrenzen können. Und ich glaube auch, dass die Mädchen heute so selbstbewusst sind. Die sind ja noch viel selbstbewusster, als ich oder wir damals waren. Die werden ja schon dahingehend geschult. Das finde ich auch sehr gut so. Dass Frauen ihre Frauen stehen, ja, und da auch jetzt auch nicht, weil sie Frau sind, bevorzugt werden, sondern die gehen ihren Weg ganz klar. Und ich bewundere das auch sehr. Und ich meine, diese Frauenquote, das ist schon alles okay. Und auch so im Theater, ne, wie man jetzt draufgekommen ist, dass die viel weniger als die Männer verdienen, das ist ja echt nicht okay. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst, also diese Geschichte. Das finde ich total wichtig, dass das ausgeglichen wird. Ja, absolut. Weil gibt ja auch so viele alleinerziehende Frauen, die das Ding im wahrsten Sinne des Wortes jetzt alleine stemmen müssen. Und das gehört einfach angeglichen oder in dem Fall ausgeglichen. Absolut. Ja. Gibt es auch irgendwelche Tipps und Tricks, die du vielleicht jungen Künstlerinnen und Künstlern mit auf den Weg geben würdest, also wie sie Fuß fassen können, wie sie es in der Branche schaffen können? Weil gerade in Österreich oder mit österreichischer Musik ist es ja nicht immer so einfach. Ja, ich weiß, es ist sehr schwer geworden. Es war immer schon schwer, aber es ist jetzt, glaube ich, umso schwerer, weil ja es keinen, in dem Sinn, CD-Verkauf, physischen Tonträgerverkauf mehr gibt. Das heißt, also die jungen Leute, die Musik machen, die anfangen, es gibt ja nur diese Spotify, diese Download-Geschichten und da kann man ja eigentlich nicht wirklich etwas verdienen, leider. Das heißt, also man muss live auf die Bühne gehen, seine Musik nach außen tragen und dann halt wirklich hoffen, dass man so den Sprung schafft, dass man davon leben kann. Und ich glaube, das ist ein großes Ziel. Ich wünsche es wirklich allen, die mit Herzblut Musik machen, dass sie es erreichen. Aber die Flut an diesen Künstlern, die es jetzt halt auch im Moment gibt, also mir kommt vor, es kann sich und möchte sich, und es ist ja auch gut so, dass sich jeder verwirklicht, mit der Musik oder in der Kunst, egal was es jetzt ist. Aber natürlich, je breiter das, also je mehr Angebot da ist, umso schwieriger wird es wahrscheinlich, dass man da in diesen kleinen Bereich dann reinkommt, wo man wirklich leben kann davon. Aber toi, 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 allen, die es machen, weil ich finde das gut und raus auf die Bühnen dieser Welt und ja. Aber zum Beispiel heuer, ja, beim Song Contest, diese zwei Mädels, die haben das ja auch so toll gemacht und die haben so, glaube ich, sind am guten Weg jetzt, dass sie mit dieser Chance jetzt durchstarten. Ja, vor allem, ich glaube, Social Media ist da ja auch ein wichtiger Faktor. Du bist ja auch sehr aktiv auf Instagram und Co. Also, dass man sich das Weil ich es muss. Genau, dass man sich als Instagram bin ich ja nach wie vor so ein bisschen auf Kriegsfuß. Von TikTok redet man schon gar nicht. Da kenne ich mich nämlich überhaupt nicht aus. Das macht jemand für mich, das sage ich auch offen und ehrlich. Instagram mache ich schon auch noch selber. Aber das ist schon so mühsam für mich gewesen, dass ich das jetzt so gelernt habe. Also da, und danke an alle Jungen, die mir das da beigebracht haben. Facebook kenne ich mir aus, das ist kein Problem. Aber es ist wirklich in meinem Alter schon mehr Arbeit als Vergnügen. Leider muss ich das so sagen. Aber ich bin halt immer ehrlich gewesen. Und bei den Jungen, das geht zack, 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 zack. Ja, so soll es sein. Und das gehört halt dazu. Und die machen das auch toll. Also ich schaue mir das immer gerne an. Aber mehr als eine Stunde so am Tag möchte ich nicht in dieser Welt verbringen, weil man muss sich das einteilen, sonst verliert man sich darin. Und es gibt halt auch so wirklich viel schönere Dinge, die man machen kann. Gutes Stichwort, ja. Gutes Stichwort. Was ist denn so dein Ausgleich? Wo holst du dir deinen Ausgleich von dem ganzen Stress und vom Job? Die Natur. Also das ist im Laufe der Jahre immer, immer mehr geworden, die Zeit, wo ich auch rausgehe, wo ich in den Wald gehe, wo ich am Berg gehe.
Ich gehe sehr gern nach wie vor ins Fitnessstudio. Ich bin halt so ein Fitnessfreak auch, wenn ich Zeit habe. Ich gehe sehr, sehr gerne in mein Stammfitnesscenter. Und da bin ich halt so der Gruppenmensch. Ich gehe gerne in die Gruppengymnastik, wo man mitgerissen wird. Und ich bin halt so, ich mache überall mit. Ich habe auch, glaube ich, schon jede Sportart ausprobiert. Echt? Was war die skurrilste Sportart, die du je gemacht hast? Also liebste? Die skurrilste, die außergewöhnlichste, ungewöhnlichste. Ich glaube, das ist das, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, aber bei diesen, das ist sowas wie so Rollerskaten nur mit Stecken. Ah ja, okay. Und das habe ich ausprobiert und dieses Skaten, also nicht wirklich langlaufen, mache ich nach wie vor, aber ich habe auch den Skating-Kurs gemacht und da muss ich sagen, das liegt mir nicht. Man muss auch erkennen können, wenn Sportarten nicht sind, da hat mich gleich mal aufgelegt und Riesenglück gehabt, muss ich an der Stelle sagen, aber es gibt echt, man muss nicht alles können. Also es gibt Sportarten, die passen nicht. Das ist auch ein gutes Stichwort. Gibt es vielleicht doch irgendetwas, was du gerne können würdest oder noch lernen würdest? Ganz viel. Das glaube ich wahrscheinlich, kann ich das gar nicht aufzählen. Aber was ich immer können hätte wollen, war Tennis spielen. Also ich schaue mal mit dem Charlie sehr gern Tennis-Matches an. Und dann, wenn wir das anschauen, muss ich sagen, das ist eine Sportart, das bewundere ich. Also da hätte ich noch gern mal was dazugelernt. Gibt es auch vielleicht irgendetwas rückblickend, was du bereust, gemacht oder nicht gemacht zu haben? Irgendeine Chance vielleicht nicht ergriffen zu haben oder dich über irgendwas nicht drüber getraut zu haben? Ja, da gibt es auch ganz viel. Also vielleicht habe ich zu oft Nein gesagt. Ja, also ganz, ganz viel. Ich war ja schon viel auf Reisen und da lernt man auch Land und Leute sehr, sehr gern kennen, sehr gut auch kennen. Und ich habe, was ich bereut habe, ist, dass ich nicht einmal so ein Auslandsjahr gemacht habe. Dass ich zum Beispiel nicht einmal gesagt habe, ich bleibe mal ein Jahr in Amerika oder in England oder weiß Gott wo. Weil alles erweitert den Horizont und das habe ich mich nie getraut, als junges Mädchen länger wo zu bleiben. Das Amerika, das wäre schon ein Thema für mich gewesen, wo ich glaube, ich hätte da ganz viel mitnehmen können. Mhm, absolut. Ich war vor kurzem in New York. Großartig, kann ich nur sagen. Ich war noch nie in New York. Siehst du zum Beispiel, da muss ich mal hin. Ja, unbedingt, wirklich ganz unbedingt. Mir fehlt noch einiges von der Welt zum Beispiel. Du hast doch erwähnt, ein neues Album kommt. Ja. Wann kann man da circa damit rechnen? Also im Moment habe ich schon einige Songs zusammen und bin da gerade so im Kopf, so wo ich das zusammenstelle, auch vielleicht ältere Hits von mir neu aufnehmen, Lieblingshits der Fans, der mal gefragt, was da so gewünscht wird. Und es soll halt ein schönes Potpourri werden, aber mit neuen Sachen natürlich auch Remixen für die Discos und so, Partys. Also ich schätze so, es wird schon noch ein paar Monate dauern, bis ich das dann alles finalisiert habe und hoffentlich heuer noch. Aber ja. Und noch zum Abschluss, woher holst du dir deine Inspiration für deine Musik? Aus deinem Alltagleben? Ich hole das überall her. Aber es sind so die schönen Abende, wo man oft zusammensitzt, auch so im kleinen Kreis oder mit Charlie, wo wir das, unsere Ideenwerkstatt haben, unsere kleine. Meistens, wenn wir Rotwein getrunken haben, dann kommen die besten Ideen. Ich weiß nicht, Charlie ist ja sowieso jemand, ist ja ein Texter. Hat ja schon ganz, ganz viele Texte gemacht, auch für andere. Und er hat immer gesagt, wenn er sich hinsetzt mit einer Flasche Rotwein und irgendwie das hat was, ja, also zum Beispiel. Oder wenn man weggeht, so wieder, wenn man mit jungen Leuten zusammen ist, wenn man in Tanzlokale geht, dann hört man Sachen, dann wird man inspiriert. Wo gehen die Leute tanzen oder so? Dieter Bohlen hat einmal gesagt, er hat seine geilsten Hits geschrieben, nachdem er in der Disco war. Und das hat nämlich was, das ist wirklich wahr. Also es ist auch so, wenn ich da weggehe, dann werde ich beflügelt. Oder wenn ich verreise. Das hat auch was. Paris, London, da wird man auch so inspiriert. Gibt es schon irgendwie die nächsten Reisepläne, irgendein Reiseziel jetzt in nächster Zeit? Ich habe mir gerade heute Morgen gedacht, wohin könnte ich diesen Sommer verreisen? Es wird vielleicht Ibiza werden. Und dann komme ich mit einem tollen Partysong aus Ibiza zurück. Perfekt. Liebe Simone, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst und dir Zeit genommen hast. Danke. Und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen. Und wie immer das Allerwichtigste noch immer an dieser Stelle, bitte bleiben Sie gesund.